So, das ist unsere Disco-Variante der Eiger Nordwand, liebe Freunde. Das sind jeweils 64 Felder, insgesamt 128. Gleich werden dort Lichter aufleuchten, die ihr durch Berühren der Felder so schnell wie möglich ausdrücken müsst. Ein ausgedrücktes Feld aktiviert automatisch ein neues auf einer der beiden Wände. Also ihr spielt nicht gegeneinander, sondern nacheinander beide Wände. Okay. Und das ist nicht abwechselnd, das Programm, sondern das ist hier mal drei, dann und so. Ne? Mhm. Ihr spielt absolut das identische Programm. Du bekommst gleich die Augen verbunden mit einer formschönen Brille, damit du dir nichts abgucken kannst. Am Ende des Programms leuchten auf beiden Seiten alle Felder auf und ihr müsst sie alle ausknipsen. Wenn ihr das gemacht habt, bis auf die letzte Lampe, zack, dann stoppen wir die Zeit. Und wer in der kürzeren Zeit die Wand oder beide Wände löscht, der gewinnt das Spiel. Stefan beginnt. Markus muss gleich auf den Hocker. Und ihr kriegt beide kurz vorher ein sogenanntes Probeprogramm, damit ihr ein bisschen reinkommt, wie doll ihr drücken müsst. Okay. Das ist aber nur ganz kurz. Okay. Das macht ihr auch nicht auf Zeit, sondern nur, okay, um sich ein bisschen zu akklimatisieren. Und die Zeit läuft, wenn ihr die erste... Oh ja, oh ja. Fast sieht man sein 12. Tattoo, meine Damen und Herren. Und die Zeit läuft dann, wenn ihr das erste Lämpchen ausgedrückt habt. Okay. Ja? Mhm. So, Stefan, dann geh schon mal an die Wand. Markus, komm rüber. Also erst ist Testprogramm, ne? Ist ja, ja, warte, okay. Ich rufe das gleich ab. Ich muss mich erst mal kurz um Markus kümmern. Einmal aufsetzen, bitte. Das sieht alles stramm aus. Und du siehst nichts, oder? Nein. Gut. So, dann bitte mal das Testprogramm für Stefan ab. Noch helfe ich, wo es leuchtet. Okay. Mach ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Noch nicht springen. Aber du weißt ungefähr, wie doll du jetzt drücken musst. Hier, okay, unten ist noch eins. Okay. Ja. Und dann am Ende alle 128 Felder. Bereit? Dein Programm, Stefan, okay, läuft jetzt. So, jetzt startet die Zeit für Stefan Raab. Der geht natürlich auf Tempo. Es geht darum, peripher zu sehen, also im Augenwinkel zu erkennen, wo leuchtet das nächste Lichtchen auf. Das ist also eine Frage der Auffassungsgabe, also Reaktion natürlich auch. Und dann aber natürlich, das werden wir jetzt im Verlaufe der Zeit sehen, auch eine konditionelle und eine Kraftfrage. Denn wir sehen, da müssen viele, viele Spreitschritte ausgeübt werden von Raab hier. Da muss er immer mitbekommen, wo geht die nächste Lampe an. Dann dieses Rausreichen mit den Armen da links oben gerade in die Ecke. Also das geht schon auch an die Kondition. Wir sind jetzt bei 35 Sekunden und Raab tänzelt an der Reaktionswand entlang. Also zu dicht dran könnte vielleicht ein Nachteil sein, weil man gar nicht genau sieht, wo geht das nächste Lämpchen an. Also vielleicht ein bisschen Abstand halten, um eben da ein größeres Sichtfeld zu haben. Also Raab scheint mir da sehr, sehr dicht an der Wand dran zu sein. Und athletisch, da bin ich ganz ehrlich, da sehe ich hier die Vorteile bei Markus, beim Kandidaten. Aber wir werden sehen, jetzt erstmal Raab. Wann gehen alle Lampen an? Also wann hat er das erste Programm quasi fertig, bis dann alle leuchten, die er dann alle ausdrücken muss? 1:15 gleich für Stefan Raab. Ja, für meinen Geschmack ist er zu dicht an der Wand dran. Mal schauen, was Markus da nachher für eine Technik, für eine Taktik an den Tag legt. Jetzt rechts raus, dann wieder auf der linken, nochmal links, wieder links. Ja, und da sehen wir es, er ist so dicht dran, er hat gar nicht das richtige Sichtfeld. Also ich glaube, da macht Raab einen leichten Fehler, dass er zu dicht an der Wand dran ist. Er ist natürlich auch schneller dann beim Ranreichen. Wir werden es sehen. Bleibt da unter 2 Minuten, das wäre schon klasse. Also da muss er jetzt alle antatschen. Bleibt da unter 2 Minuten, ist noch möglich. Muss jetzt ganz, ganz schnell gehen für Stefan Raab. Aber das wird eine gute Zeit. Alles im Bereich um die 2 Minuten ist sehr, sehr gut. Und er ist unter 2 Minuten, 1:54:64, Stefan Raab. Und die Zeit von Stefan, 1:54:64. Kannst du sprechen, Stefan? Ja. Geht es? Gut. Das ist doch die Hauptsache. Eine okaye Zeit, ja. 1:54:64. Das sah schnittig aus.
teilweise wie der neue Background-Tänzer von Queensberry, meine Damen und Herren. So, jetzt das Probeprogramm für Markus. Probe. Ganz ruhig, Brauner, gut. Gut, alles verstanden? Dein Programm, es ist dasselbe, läuft ab jetzt. So, wir haben die Zeit eingeblendet, wie es zu schlagen gilt. 1,54,64 von Raab. So, auch er ist sehr, sehr dicht an der Wand. Und wir sehen, da muss er schon mit dem Kopf hektisch hin und her gehen, weil er so dicht dran ist. Wenn da ein Licht weit außerhalb seines Sichtfeldes aufleuchtet, sieht er das gar nicht. Also auch er macht da den ähnlichen Fehler, so will ich es an dieser Stelle mal ausdrücken, wie Stefan Raab. Und die Frage ist, dieser massige, muskulöse Körper, wie geschmeidig ist der? Wie viel Ausdauer hat der Mann? Der muss natürlich eine Unmenge an Muskelmasse hier an der Wand bewegen. Da, wieder dieses Sichtproblem, auch hier bei Markus. Jetzt steht er genau vor der Lampe, die da aufleuchtet. Ungemein schwierig abzuschätzen, wie er jetzt im Vergleich zu Raab vorher liegt. Das ist ja, wir haben es von Matthias Obtenhöfel gehört, das identische Programm. Aber er hat Probleme, da immer wieder die Lichter zu finden, weil er so dicht an der Mauer steht. Vom Gefühl her, ich kann es wirklich nur vom Gefühl her sagen, erschien mir Raab ein bisschen schneller. Ja, er ist sehr, sehr dicht dran und hat da einfach hier immer wieder die Probleme, das Licht zu sehen. Also einen Schritt weiter hinten, ruhig in Kauf nehmen, dann einen Ausfallschritt mehr zu machen, um zur Leuchte zu kommen. Aber sie sind beide sehr, sehr, sehr dicht dran. So bei 1,25, 1,30 sollten für ihn hier alle Lampen angehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat er eine Chance, Raab zu schlagen, wenn er die dann alle ausdrücken muss. Aber in dem Bereich sollte er liegen. Ja, wieder Probleme, die Lampe zu finden. Jetzt muss es dann langsam alles leuchten, damit er noch eine Chance hat. Das wird ganz, ganz eng für Markus. Ganz eng wird das. Ich habe das Gefühl, dass dieses Ding, nein, ich habe nicht das Gefühl, ich bin mir sicher, dieses Ding geht an Raab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die alle jetzt in 10 Sekunden ausgeht. Nein, das ist unmöglich. Und jetzt darf ich mich festlegen. Raab gewinnt das Reaktionsspiel. Aus die Maus. Stefan, die Katze aus Sülz ist wieder da, meine Damen und Herren. Spiel 3, Reaktion an Stefan Raab. So, und wir gucken uns jetzt noch mal eure beiden Taktiken an. Guck mal hier, mit überblendeter Sicht. Ja, gleich noch auf. Ihr wart beide sehr, sehr dicht an der Wand. Guck mal, da habe ich schon leicht einen Vorsprung. Nee, da kommt er wieder zurück. Da bist du noch vorne. Sehr gut. Guck mal, wo habe ich denn da auf? So, jetzt. Ah, jetzt! Ja, ah, das ist die Reichweite. Jetzt kommt. Aber ihr tänzelt sehr gut. Sehr schön. Die wäre stolz auf euch. Und jetzt ist Stefan vorne. Ja, Axel Schulz, so einfach ist das, Licht auszuknipsen. So, und das sind 3 Punkte für Stefan. Es steht unentschieden.